Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2. Ja, wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben und wir müssen ja da hinten zu diesem Gebäude gehen. Doch, es lauern hier überall Feinde, ne? Also wir können nicht einfach mal so dahin gelangen. Das ist aber gar kein Problem, denn hier gibt es irgendwo in der Nähe Büsche und da gehe ich jetzt mal lang. Ich hoffe, es funktioniert auch, was ich vorhabe. Die Viecher sind übrigens nicht so dämlich, also man kann sie schon überlisten, auf gewisse Art und Weise. Alter! Ja. Kommen die anderen auch noch? Nee? Gut. Kann man eigentlich daneben schießen? Das verstehe ich nicht. Haben wir eigentlich irgendein Achso, das waren wir. Haben wir eigentlich irgendwas mit, um was herzustellen? Wir können uns nämlich momentan noch keine Munition selber herstellen. Also zumindest nicht, wenn wir unterwegs sind. Ich glaube, das kommt noch, aber ich könnte mich auch irren. So. Hallo? Danke sehr. Die Flasche können wir gut gebrauchen. Ich brauche jetzt ein Gebüsch oder sowas. Ansonsten könnte es schwierig werden, wo wir hinwollen. Ich werde die mal weglocken. Im Gebüsch haben wir nämlich einen Vorteil und den will ich nämlich jetzt nutzen, den wir haben. Ich mach's übrigens extra so, ja? Ich will Munition sparen. Hä? Und tschüss. Wow. War das knapp. Ja, ich hätte natürlich mich gefreut, hätten wir noch was anderes bekommen. Aber das ging nicht. Die rennen uns alle hinterher, wenn wir da wieder abhauen, ne? Das möchte ich jetzt eigentlich verhindern. Ich möchte nur, dass der eine wegrennt. Nimm doch mal die Axt, Junge! Ach, ist mir jetzt egal. Der hat mich nicht gesehen. Geil. Okay, das finde ich schon mal sehr nice. So habe ich mir das vorgestellt. Die eine übrigens da hinten, die werde ich noch nicht eliminieren, weil das brauchen wir eigentlich noch gar nicht. So, wo müssen wir hin? Genau da, okay. Okay, sieht sehr, sehr krank aus. Da ist der Pitstop. Was war das?
Ja. Hier sehen wir etwas. Ja, das sind die Spuren von Lilly, glaube ich. Lilly, bist du hier? Ich bin's. Wo ist sie hin? Das kann ich dir nicht sagen, mein Freund. Vielleicht ist sie noch hier. Die Spuren sind noch da, ne? Aber wer weiß, wie alt die schon sind. Lilly, alles gut. Ich bin's. Verdammt. Okay, ganz ruhig. Wie komme ich da rein? Da können wir bestimmt durchkrabbeln. Gegenstände kann ich noch nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Ich denke mal, Lilly ist da rausgeklettert. Weil nur noch der Teddybär ist da. Ihre Puppe. Lilly war hier. Lilly. Oh Gott, sie ist in Gefahr. Jemand verfolgt sie. Mal auf der Rückseite nachsehen, wohin das Fenster wohl führt. Ja, wir haben Lillys Puppe erhalten. Wer hat Durst auf eine Soda? Wo kommt das Geräusch bitte her? Ich habe keine Ahnung, von wo das Geräusch herkam. Das ist mir ehrlich gesagt auch Wurst, ne? Wo ist das Fenster? Da ist es. Da ist es. Also, Lilly, wo bist du hingelaufen? Noch ein Signal. Gut. Ich komme, Kleines. Halt einfach durch. Ja, wir könnten natürlich die ganzen Hauptmissionen machen. Allerdings, ist es nicht immer die beste Idee. Und ich weiß gar nicht, haben wir noch eine andere Waffe? Weil das Problem ist nämlich, dass gleich... Genau. Da kommen gute Freunde, kann man sagen. Mund ist ab! Wow! Alter, wie willst du denn das machen? Das ist viel zu schnell.
Nur ein Schuss, verdammt. Oh Mann, also, ihr habt es ja gesehen, ne? Das Problem ist, dass wir relativ viel Munition verbrauchen. Wir haben zumindest für die andere Waffe noch ein bisschen Munition. Es sei denn, ich gehe jetzt... Erste Hilfe, ich brauche eine Spritze. Zu Connor, oder nicht Connor, ich meine O'Neill, entschuldigt. Weil dann können wir nämlich... unsere Munition herstellen, die wir brauchen. Und da finden wir auch welche. Das Gebiet ist ja zum Glück nicht so groß. Außerdem gibt er uns auch Aufträge für Nebenmissionen. Also wenn wir denn welche aufnehmen. Die ganzen Viecher sind weg. Ist euch das schon mal aufgefallen? Diese hundeähnlichen Viecher waren da und auf einmal sind die ganzen Menschen weg. Kann auch kein Zufall sein, oder? Okay, also der lebt definitiv da drüben noch. Da, seht ihr das? Mal gucken. Munition wäre jetzt gerade in dem Moment ein bisschen wichtiger. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch was anderes. Ja, wenn wir jetzt zu O'Neill zurücklaufen, da müssen wir, wie gesagt, noch einen Auftrag erledigen. Das habe ich völlig vergessen. Das können wir noch gar nicht machen. Weil dafür fehlt uns noch ein gewisser Gegenstand, den wir aus dem ersten Teil noch kennen. Oder kennen sollten. Es gibt nämlich wieder diesen komischen Bogen. Ich werde mal ganz kurz da nach hinten gehen. Ah. Hier können wir, glaube ich, was herstellen, oder? Metallrohr. Ein Stück eines Metallrohrs mit Rost an den Enden. Als Schläger nicht unbedingt geeignet. Außerdem hast du ja Schusswaffen. Da können wir aber nichts herstellen. Schade eigentlich. Oh. Nägel. Diese langen Edelstahlnägel werden normalerweise auf dem Bau verwendet und eignen sich perfekt als Schrapnelle. Ja, das ist alles bis jetzt sehr, sehr schön. Das ist auch schon wieder so eine Art Zombie, oder? So ein Bewohner von Union. Ohne meine Munition geht gerade gar nichts. Also ich muss jetzt so sparsam wie möglich sein. Das Einzige, was wirklich relativ lange dauern könnte, wäre, wenn wir hier die ganze Zeit hin und her laufen. Ne? Ich werde es auch gewiss nicht vorspulen. So, wartet mal. Da, da, da. Und dann sind wir schon fast da. Sein, hier kommt gleich ein Zombie um die Ecke gerannt. Ich bin nicht genau falsch gelaufen. Okay, gut. Kann ja jedem mal passieren. Wir können, wie gesagt, auch bei dem Unterschlupf speichern. Und natürlich auch Munition und so weiter herstellen. Also das ist eigentlich eine geile Idee. Und wie gesagt, man kann auch Aufträge bekommen. Also von den Leuten, denen man hilft.
Ist also eigentlich sogar ziemlich nützlich. Alles klar, läuft doch ganz gut. So, Munition. Ach, hier. Gut, wir können auch unsere Waffen übrigens verbessern. Ihr seht ja, wie viel wir brauchen. Ich mache jetzt genau voll. Wir können auch unsere Waffen, wie gesagt, verbessern. Zum Beispiel Feuerkraft. Dafür brauchen wir Waffenteile. Die haben wir ja zum Glück auch. Gut. Oh, improvisieren. Wähle das Improvisieren-Symbol im Arsenalmenü aus, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen. Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das Herstellen einer Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Improvisieren kann nicht als Schnellzugriff auf Gegenstände festgelegt werden. Ja, das ist gar nicht nötig, aber auf jeden Fall können wir jetzt unterwegs halt was herstellen, ne? Und wir müssen wieder zurücklaufen. Ich habe jetzt allerdings auch genug Munition. Naja, 21 Schuss ist besser als gar nichts. 21? Habe ich jetzt richtig geguckt? Nee, oder? Doch, 21, gut. Also als Reserve. Das tut gut. Das glaube ich dir, mein Freund. Und ihr seht ja, es dauert auch eine Weile, bis man ihn wieder trinken kann. Das habe ich jetzt aber gewiss so gemacht, weil wir brauchen das. So, ich will mir nochmal kurz speichern. Und ich hole mir auch gleichzeitig noch eine Nebenmission, weil die brauchen wir. Das kann ich euch gleich sagen. Ich habe ganz schön viel Munition verballert. 1:32 ist schon mal in Ordnung. So. Also. Team bestand aus 5 Mitgliedern. Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Puh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, Sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja, und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. So. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Jo, Leute, jetzt mache ich nur noch die Vorräte. Die Mission machen wir beim nächsten Mal, weil ich möchte noch dieses Bogending holen. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. So, ja.
Also, wir werden auf jeden Fall eine Waffe holen, denn wir brauchen die, um das nächste Lager dann zu befreien. Beziehungsweise um... Ich sehe gar nichts, so dunkel ist es gerade. Ah, okay. Wir sind auch falsch gelaufen. Weil den Bogen brauchen wir, um damit bestimmte Pfeile zu verschießen. Ihr kennt doch noch die Elektro-Pfeile, oder? Aus dem ersten Teil. Die brauchen wir, um hier weiterzukommen. So. Da ist die Hüterarmbrust. Die werden wir noch holen. Und dann sollte es das gewesen sein. Ist ja nicht weit weg. Aber da ist alles voll. Okay, ich habe eine Idee, wie wir die verletzen können. Könnte schwierig werden, aber wir schaffen das. Bestimmt. Denke ich mal. Ja, dafür brauchen wir aber eine Flasche. Um ein paar Leute wegzulocken, wisst ihr? Hat nicht so gut funktioniert, wie ich wollte. Meine Fresse. Okay, einer ist schon mal tot. Okay, noch einen kann ich gerade nicht sehen. Ist der andere bitte hingerannt? Hier war doch noch jemand oder ist es der da hinten? Hab mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ah, verdammt! Ah, geht gerade nicht anders, Leute. Alter! Oh, ho, ho. Also, was man nicht geändert hat, ist, dass die halt auch so schnell sind. Ich sag ja, man verballert hier die Munition ohne Ende. Das ist echt für'n Arsch, ne? Wisst ihr was? Scheiß drauf. Der ist tot. Und die ist auch tot. Kein Bock hier noch lange rumzualbern. Gut. Außerdem haben wir noch ein bisschen Munition bekommen. Das finde ich sehr nice. Und wo ist der Bogen? Der ist da hinten. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Ja, das Ding ist nice. Ich kenne schon, deswegen habe ich es jetzt weitergemacht. Bolzentyp. Okay, ist alles voller Wasser. Wo soll denn da jemand sein?
das war gerade ein Spielfehler. Normalerweise wären jetzt Gegner gekommen, aber komischerweise sind hier gerade keine. Ja, dann interessiert mich das nicht. Dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Zum Safe Point. Das war ja hier gleich in der Nähe, ne? Gut. Dann können wir auch den Bolzen jetzt wechseln. Alles klar, läuft. Beim nächsten Mal gehen wir dahin, wo das Tor war, das nächste Unterschlupf. Oder wir können auch das mit den Abtrünnigen machen. Ich glaube, da kriegen wir eine Schrotflinte. Ich könnte mich aber auch irren. Ja, Leute, auf jeden Fall hat mich es gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich sehr über einen Abo, ein Like oder einen Kommentar eurerseits sehr freuen. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also bis dann und tschüss!